Ich stehe hier mit Markus Abstoß von der A&H Vertriebsgesellschaft MbH aus Remscheid auf der SPS IPC Drives am Stand der Friedrich Lütze GmbH. A&H ist schon lange ein wichtiger Partner von Lütze. Herr Abstoß, Sie sind Geschäftsführer bei A&H und können uns etwas über Ihre Firma und Ihr Produktportfolio erzählen? Ja, wir als Vertriebsgesellschaft für Steuer-, Mess- und Regeltechnik setzen halt hauptsächlich Komponenten für die Messsteuer- und Regeltechnik ein und sind halt in den letzten Jahren lösungsorientiert unterwegs. Wie der Name vielleicht schließen lässt, Vertriebsgesellschaft sollte eigentlich eher so ein Elektro-Großhandel sein. Das sind wir aber genau, das sind wir eben nicht. Lösungsorientierte Ansätze werden bei uns ganz groß geschrieben. Und damit haben wir die Lütze GmbH als geeigneten Partner bei uns im Produktportfolio. Das heißt, auch die Kundennähe ist bei Ihnen groß geschrieben? Ja, ganz, ganz wichtig. Das ist das Wichtigste überhaupt in den letzten Jahren. Wir versuchen, dem Kunden das Bestmögliche zu bieten, gehen auch zum Kunden zunächst erstmal hin und versuchen, die Probleme aufzunehmen und nicht ein reiner Komponentenvertrieb, sondern wir versuchen wirklich, dem Kunden mit dem Problem weiterzuhelfen und lösungsorientiert dort zu arbeiten. Herr Abstoß, Sie sind seit vielen Jahren ein sehr bedeutender Partner von Lütze. Ein Distributor von Lütze. Wie wichtig sind Ihnen die Lösungen von Lütze? Ja, die Lösungen, wie ich es gerade schon gesagt habe, sind ganz, ganz wichtig. Lütze ist auch in den letzten Jahren mehr und mehr in den lösungsorientierten Vertrieb gegangen. Da sind wir natürlich mitgegangen und haben versucht, dem Kunden das Bestmögliche dort zu bieten an der Stelle. Sie haben auch noch andere Lütze-Lösungen, wie zum Beispiel das kürzlich in einem großen Projekt eingesetzte Logbox-System zur Stromüberwachung im Fokus. Ja, bei dem Projekt mit der Logbox-Stromüberwachung war es halt so, das ist ein großer Kunde aus dem Abfallwirtschaftsbereich und der hat halt nach einer geeigneten Lösung gesucht, um seine Anlagen zu modernisieren. Da wurde etwas umgebaut und der hat halt das Logbox-System besonders gut empfunden, weil wir halt einen flexiblen Einstellbereich haben zwischen 1 und 10 Ampere und auch eine flexible Auslösecharakteristik. Und was ganz wichtig war, war die Feldbusanbindung, um die Daten dann auch auf der Leitwarte entsprechend darstellen zu können. Bei diesem Großprojekt in Sachen Fernwärme kam auch das Lütze-Verdrahtungssystem zum Einsatz. Warum? Ja, das ist eigentlich der gleiche Grund, wie es auch bei dem Logbox-System der Fall war. Der Kunde hat nach einer flexiblen Lösung gesucht, um seine vorhandenen Anlagen umzurüsten. Und da sind wir natürlich mit dem ersten System ganz weit vorne mit dabei. Es ist platzsparend, es ist einfach. Man muss halt ein wenig Investitionen vorher führen, um das halt zu projektieren. Aber an der Stelle war es wirklich vielseitig einsetzbar. Und vor allen Dingen, was dem Kunden ganz wichtig war, es war auch energieeinsparend. Abstoß, vielen Dank für die interessanten Einblicke in eines Ihrer aktuellen Projekte. Danke.